So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Rush Frontiers. Wir wollten hier bei der eisernen Herausforderung mal herausfinden, ob der Captain da vielleicht ein bisschen sinnvoller ist. Ich hoffe es zumindest mal. Get some! Ready to rumble! Want some! Get some! Fully loaded! I put a spell on you. So, euch. For honor and glory. Dahin. Ahoy, matey! Hoist the colors! Drink up, me hearties! Ahoy, yo, matey! Drink up, me hearties! Yo, ho, matey! Du bleibst vielleicht am besten da. So viel wie der Dwarf killt, dürfte es eigentlich relativ viel Bonusgeld geben. Ahoy, matey! Drink up, me hearties! Yo-ho! Ahoy, matey! My and magic! For honor and glory! For the king! Hoist the colors! Where be the traitor? Drink up, me hearties! What? The colors! Ahoy, matey! Kriegt ihr die hin? Yep, sehr schön. Okay. Drink up, me hearties. So, jetzt bitte mal um den Rest hier kümmern. Skorpion dürfte sich hoffentlich damit so einigermaßen erledigen. So, jetzt brauche ich so schnell wie möglich genügend Geld für einen weiteren Dwarf da unten. Ready to rumble! Okay, sehr schön. Der Dwarf ist einsatzbereit. Hoist the colors! Drink up, me hearties! Yo-ho! Na gut. Das ist mir jetzt allerdings wert. Komm schon. Hoist the colors! Drink up, me hearties! Yo-ho! Ahoy, matey! Ich muss erstmal wieder ein bisschen Leben regenerieren. Komm schon. Hoist the colors! Drink up, me hearties! Yo-ho! Hoist the colors! Drink up, me hearties! Yo-ho! Hoist the colors! So, die Hoffnung ist jetzt, dass dadurch ausreichend Schaden erzeugt wird. Für den Zeitraum, den sie nach da unten laufen müssen. Oh, 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 oh. Zum Glück kann er durch das Gift nicht sterben. Freedom! Ahoy, matey! Where be the treasure? For the king! I put a spell on you. Hoist the colors! Nein, bitte nicht durchlassen, bitte nicht durchlassen. Where be the treasure? Drink up, me hearties. Where be the treasure? Where be the treasure? Hoist the colors! Ahoy, matey! Drink up, me hearties! Yo-ho! Shit, I'm big! Where be the treasure? Drink up, me hearties! Yo-ho! Hoist the colors! Drink up, me hearties! Yo-ho! So, okay. Drink up, me hearties! Yo-ho! Hoist the colors! Ich würde mal sagen, durch den Dwarf habe ich jetzt einiges an Gegnern weggeschafft. Ah, wahrscheinlich kann er den Henker mit seinem Kraken nicht fesseln. Das würde Sinn machen. Ist ein bisschen größerer Gegner. Drink up, me hearties! Yo-ho! Hoist the colors! Where be the treasure?
Drink up, me hearties! Where be the treasure? Ahoy, matey! Drink up, me hearties! Yo-ho! Oh, fuck. Oh, the colors! Drink up, me hearties! Yo-ho! Ahoy, matey! Hoist the colors! So, bitte ein bisschen Leben generieren. Ich brauch dich auf voller Kraft. Bring up me hearties, yo! Be the treasure! Here comes! Bring up me hearties, yo! So, okay. Hearties, yo! The colors! Where be the treasure? Ich weiß ja nicht, wie viel das geholfen hat. Ich bin mir ziemlich sicher, die meisten von denen wären durch den Warp sowieso gestorben, aber okay. Trotzdem danke. Drink up, me hearties! Yo-ho! Ahoy, matey! Where be the treasure? Ahoy, matey! Where be the... Oh, Mann. Ahoy, matey! Ist gerade so ein bisschen schwer, sich zu überlegen, was hier die höhere Priorität hat. Könnten wir uns bitte darauf einigen, dass diese Sandgeister sterben sollen, bevor sie noch mehr Gräber ausheben, an Stellen, denen der Warp nicht mehr erreicht? Wow, das war deutlich mehr Schaden als erwartet. Ich hätte gedacht, mindestens einen Angriff kann er überleben. Scheiße. Where be the treasure? Drink up, me hearties. Yo, hoist the colors. Okay. Hoist the colors. Drink up, me hearties. Yo, ho. Ja, ihr da oben werdet einfach mal ein kleines bisschen Zeit kaufen müssen. Ahoy, matey. Hoist the colors. Ahoy, matey. Where be the treasure? Ahoy, matey. Might and magic. Nein, 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 nicht nochmal angreifen. Bitte nicht nochmal angreifen. Nicht angreifen lassen. Puh. Nochmal darf ich dich definitiv nicht verlieren. Where be the treasure? Bring up me hearties. Okay. Where be the treasure? Na gut, der Henker ist sowieso hin. Und das war's. Und dafür, dass das erste Gebiet komplett fertig ist, haben wir auch direkt genügend Sterne für ein Achievement. Das ist auch schön. Angriffsschaden ein bisschen erhöhen. Warum nicht? Das werden wir auf jeden Fall brauchen. Und jetzt ändern wir es doch nochmal so ein bisschen ab. They won't see me coming. 4 Stück? Echt jetzt? Oh, muss hochgelevelt sein. So, du brauchst da auf jeden Fall deine Fähigkeiten. Und Blutrotes Tal. Der mächtige Templerorden stößt jetzt zu uns, wo wir das Blutrote Tal erreichen. Es heißt so, weil dort die Jagdgründe des Makwa-Stammes liegen. Wir haben ein Basislager errichtet, damit sich die Männer ausruhen können, aber wir müssen wachsam bleiben. Niemand hat die Makwa bislang gesehen, aber die Gerüchte sind beunruhigend, um es vorsichtig zu formulieren. Bist du auch sicher, dass der Bach hier irgendwo ist? Ganz sicher. Beeilen wir uns, ich will zurück ins Lager. Was soll die Hetze? Das ist eine sichere Zone. Sieht nicht wirklich aus. Tempelritter bildet sehr robuste Ritter mit Langschwertern aus, die hohen Schaden verursachen. It's showtime. Dschungelspinnen. Okay, Scheiße, funktionieren die Spinnen hier in diesem Teil genauso wie im ersten Teil? Want some? Get some. Speermaid. Okay. Tödlichen Kampfstil berühmt. Wir müssen auf jeden Fall so ein kleines bisschen. Hail to the King, baby! Fully loaded!
According to plan. It's showtime. According to plan. Dschungelspinne, diese bösartige Version des Diese Dschungelversion des bösartigen Jägers ist noch geheimer als die Waldversion. Let's dance. It's showtime. Hey, danke, liebes Äffchen. Ich glaube zwar nicht, dass diese Bananenschalen so viel verursachen. They won't see me coming. Aber ich bin für jede Hilfe dankbar. According to plan. Ah, jetzt haben sie zwei Waffen. Das heißt, sie machen natürlich den doppelten Schaden. Aber vielleicht hatten sie das im letzten Level schon und ich habe nur nicht darauf aufgepasst, dass sie es im letzten Level schon hatten. For honor and glory. It's showtime. Und als nächstes kommen wilde Krieger. Ein furchtloser Stammeskrieger, der stolz die Narben seines Initiationsritus trägt. Mittleres Tempo und frisst Opfer. According to plan. Eieiei, Kannibalen, na gut, das ist. Let's dance. Nicht wirklich gut, aber. Avanti! It's showtime. Wenn da schon eine Möglichkeit finden. They won't see me coming. According to plan. Jetzt verstehe ich auch, warum der Level gesagt hat, beunruhigende Gerüchte. Ich wäre... Eieiei. Let's dance. Vielleicht sollte ich die Soldaten nicht auf dem ersten Level lassen, wo sie sofort gefressen werden können. Das sorgt dann nur dafür, dass die sich wieder heilen können. Freedom! Okay. Wilder Krieger und Jungle Spinnen. Archers ready? Let's dance. It's showtime. Nicht in Nahkampfreichweite gehen. Den Angriff kannst du gerne so häufig wie möglich machen. Bloß nicht in Nahkampfreichweite gehen, okay? Oh, Freedom! Fuck. Fuck, 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 fuck. Let's dance. It's showtime. They won't see me coming. Nicht meine Einheiten fressen. Das ist nicht nett. For honor and glory. Freedom. According to plan. Let's dance. Hab ich nicht gerade gesagt, ihr sollt meine Einheiten nicht fressen? It's showtime. Oh, ich muss so schnell wie möglich das Ding hier zu einem Warp aufbessern. Let's dance. They won't see me coming. According to plan, it's showtime. According to plan, it's showtime. Oder besser erstmal dem hier ein bisschen mehr Schaden geben. Und dem hier. According to plan. Reicht das da oben? Ich hoffe, es reicht da oben. Let's dance. Freedom! Und als nächstes Riesenwespen auch noch. Nicht schlimm genug, dass wir Spinnen haben, jetzt kommen auch noch Wespen dazu. Time for target practice. Ich will ja vielleicht irgendwann mal noch in diesem Level schauen, dass ich die Templer zeigen kann. It's showtime. So, du hörst bitte da oben ein bisschen aus. They won't see me coming. Let's dance. Oder doch They lieber da unten. Glücklicherweise bist du schnell genug, dass ich dich relativ einfach von A nach B bewegen kann, wenn mehrere Positionen gefährdet sind. Let's dance. They won't see me coming. Let's dance. So, jetzt nach unten wieder.
Ach, ich bin dankbar, dass ich das Geld nicht direkt in den Dwarf investiert habe vorhin. Ansonsten hätte ich jetzt definitiv nicht genügend Anti-Air. So, bitte. Bitte. Bitte, 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 bitte. It's showtime. Sehr gut, danke. It's showtime. Let's dance. It's showtime. Oh oh, was kommt denn jetzt noch dazu? Hexendator. Heilen die Eingeborenen, die mit Hilfe eines geheimen Motors ihre Stammesbrüder heilen. Mittleres Tempo und Aura der Heilung. It's showtime. Und bestimmt haben die auch Magieresistenz, oder? According to plan, they won't see me coming. Oder? Oh, jetzt lass mich das doch mal schauen. Nein, nicht? Aber die haben viel Leben. Scheiße. Scheiße, wie viel Leben haben denn die? 250 und 600. Die haben eine Maske, einen Lendenschurz aus Blättern und sind oberkörperfrei. Wie können die so viel Leben haben? Oh, gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Freedom! For the king! They won't see me coming. According to plan. It's showtime. They won't see me coming. So, bitte einfach schön angreifen. Ready to rumble! So, du hilfst jetzt bitte. Freedom! Es kommt alles von links, na gut. Let's dance. They won't see me coming. They won't see me coming. It's showtime. They won't see me coming. Let's dance. It's showtime. It's showtime. They won't see me coming. Freedom! So. Blackbird Fly! Jetzt hat der nämlich auch eine größere Reichweite. Ich verstehe zwar absolut nicht, wie die Reichweite von einer Maschine sich dadurch erhöht, dass nebenan eine Rabe durch die Luft fliegt, aber ich will mich nicht beschweren. Let's dance. According to plan. Let's dance. They won't see me coming. Freedom! According to plan. Let's dance. It's showtime. So. Bitte schön, alles töten. Und ich bin dankbar dafür, dass die meine Verstärkung nicht auffressen können. Das wäre richtig problematisch. According to plan. Freedom! Let's dance. They won't see me coming. Ich hab's ja schon ein paar Mal gesagt, aber ich merke immer wieder den Unterschied von der Stärke der Waldhüter zu den Armbrustschützen. Da fehlt halt einfach dieser overpowerte X-Faktor. Magic Mushroom Power. Moment mal, one-shottet der die? Der one-shottet die, ich werd ja nicht mehr. Bullseye! They won't see me coming. Let's dance. So, jetzt da unten bitte. Like a charm. They won't see me coming. Let's dance. It's showtime. Komm schon. Och komm, der hätte nicht mit 0, gar nichts durchkommen müssen. It's showtime. Sind das jetzt wieder die Spinnenmatriarchen? Ja, das sind im Prinzip wieder die Spinnenmatriarchen. Sie heißen jetzt nur Dschungelspinnenmatriarchen, ne? Okay, aggressiver Jäger, der mit seinem Nachwuchsopfer überwältigt, hoher Schaden, Magieeffizienz.
They won't see me coming. Let's dance. Okay. Da jetzt noch mehr? It's showtime. Yep, da According kommt mehr. Plan. It's showtime. They won't see me coming, according to plan. Freedom! Let's dance. According to plan. Zurückbleiben. See me coming. Ich will eigentlich nicht unbedingt, dass du in den Nahkampf gehst, wenn es nicht unbedingt sein muss. I'm big! According to plan, it's showtime. Freedom! So, okay. Kann ich jetzt bitte die nächste Welle oder kommt da noch was? Kommt immer noch was. Na gut. Let's dance. It's showtime. Okay, endlich die nächste Welle. They won't see. Och komm. Wollt mich doch verarschen. According to plan. Freedom! Charge! Let's dance. On the trail! Spears ready! On the trail! They won't see me coming. Okay. Könnt ihr einen Fernkampf angreifen oder habt ihr einfach nur diesen Kreisangriff? Ich meine, beides ist wertvoll. Vor allem gegen die Spinnen ist dieser Kreisangriff enorm wichtig. See me coming. Ja, er scheint keinen Fernkampfangriff zu haben. It's showtime. Macht irgendwo natürlich auch Sinn. Ich kann ja nicht davon von euch erwarten, dass eure Speere wieder in euren Händen landen, nachdem ihr sie geworfen habt. They won't see me coming. According to plan, Freedom! Let's dance. So, du kannst von hier beide Seiten angreifen. Dafür bin ich dankbar. Dschungelmatriarchin. Nur Spinnen kommen da. Okay, Moment. Ich habe so das Gefühl, der Magier wird da unten nicht allzu gut eingesetzt sein. Hail to the king, baby! For honor and glory! So wie möglich. Ein bisschen zusätzliche Feuerkraft. Meine Güte, ihr haltet aber einiges aus. 300, okay. Also für 75 Gold ist das sehr kosteneffizient. Okay, ich glaube, an dieser Stelle kann ich mich tatsächlich so ein bisschen darum kümmern, auch mal stärkere Soldaten bauen zu wollen. They won't see me coming. So, wo am besten jetzt? Machen wir mal hier am besten. According to plan. Moment mal, was? Rise a knight. It's showtime. They won't see me coming. Gut, dann schauen wir doch mal. Was habt ihr? Heiliger Gral. Templer können mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 bei tödlichen Treffer erneut dem Tod entgehen. Bei Angriffen besteht die Chance, das Ziel 3 Sekunden lang
bluten zu lassen und erhöht die Lebenspunkte. Okay. Die sind relativ simple Draufhaumaschinen mit viel Leben, viel Schaden und der Fähigkeit, sich beim Tod mit einer Wahrscheinlichkeit nicht sofort zu sterben. Okay. Hab's kapiert. Let's dance. It's showtime. Time for target practice. According to plan. Ach du meine Scheiße. Let's go. Nicht in den Nahkampf gehen. Und könnten wir euch bitte mal darum kümmern, dass einer von denen tatsächlich mal drauf geht? Komm schon! Ist ja absolut krass, wie viel die aushalten. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Hilfe! Oh Mann! Und damit habe ich den Level wieder komplett verkackt. Scheiße! Ich hätte die Templates auf der anderen Seite bauen sollen. Ach, der Teil wird dann diese Stelle mal wieder zu lang. Ich mach so langsam Fortschritt, das regt mich auf. Na gut, du brauchst ein bisschen... Das. Ich werde es beim nächsten Mal tatsächlich nochmal mit dir versuchen. Dir fehlt leider absolut jedwede Form von Crowd Control. Was nicht gut ist. Vielleicht nehme ich tatsächlich auch jemand anderen, aber ich muss an dieser Stelle mal wieder einen Cut machen, sonst wird der Teil wieder viel zu lange. Gut, das war's für heute mit Kingdom Rush Frontiers. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.